Hey Leutchen, und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Chris, wir spielen Cyberpunk und ja, sind jetzt fertig mit unserem kleinen Gedankenspiel und sind wieder zurück in der realen Welt und mal gucken, wie es weitergeht. Viel Spaß! Du hast also überlebt. Bin mal echt gespannt, wie euer Deal mit Alt läuft. Wird nicht leicht sein, sie zu verarschen. Und ihr seid ja unfähig, die Wahrheit zu sagen. Du wagst es mir, etwas vorzuhalten? Ich hab noch eine Rechnung mit dir offen. Die anderen Ragnons kamen dazu nie. Aber ich werd's auskosten. Das reicht. Alt kann dich in ihrem Reich beschützen. Aber nicht hier. Ich brauche ihre Hilfe nicht für Ob. Ob wir das bereuen werden? Ich weiß es nicht. Wir werden es bestimmt mal irgendwann rauskriegen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, wann ich treffe. Auch nicht so schwer. Muss wieder ein bisschen was wegpacken von den Sachen, die wir so haben. Ich denke, da brauchen wir das eine und andere nicht. Sachen gehabt. Ah, ich hätte Pause machen sollen. Muss ich dann die nächste Woche wieder schneiden. Dann kommen wir noch schnell. Gotta yo mama lo base!
hier eine. Den haben wir es aber gegeben. Haben sie sich alle verdient, uns so oft zu verarschen. Johnny! Was du riechst, ist Seeluft. Steh auf. Das Meer ist schön um die Tageszeit. Die Attacke hat mich fast umgebracht. Nur fast. Stimmt. Man kann kaum die Augen abwenden. Sind wir in Pacifica? Was ist das für ein Haus? Altes Hotel. Das Piste Sophia. Wir sind die einzigen Gäste. Komm mit, ich will dir was zeigen. Du hattest das Pseudo-Endotrizin in der Hand. Ohne das kann ich den Körper ja nicht bewegen, oder? Dein komatöses Ich wollte mich auch eifrig loswerden. Hat sich sogar ziemlich gewehrt. Schlucken. Chill mal dein Chrom. Hätte ich die Kontrolle gewollt, hätte ich sie mir viel früher genommen. Okay, ich glaube dir. Danke. Kletter durchs Fenster. Das solltest du schaffen. Hoffentlich. Du wolltest wissen, warum wir hier sind. Wo ich stehe, ist ein Versteck. Mach's auf. Nimm sie mit. Was ist das? Ist das deine? War sie, ja. Gehört jetzt dir. 50 Jahre alt. Mexiko-Krieg? Als ich jung und dumm war, habe ich mich bei einer Konzerntruppe gemeldet. In Mexiko habe ich gelernt, dass die Konzerne immer gewinnen und die Kleinen immer verlieren. Egal, wofür man kämpft. Und das hast du in deiner Musik ausgedrückt? Zuerst bin ich desertiert. Dann war ich genau hier. Hab einen Monat im Bett gelegen und den Deckenlüfter angestarrt. Mich bis in alle Ewigkeit zu verkriechen, das würde ich auch gerne tun. Deshalb habe ich dich hergebracht. Ich will nicht, dass du wie ich daliegst und Zeit vergeudest. Warum schenkst du mir die? Damit sie dich daran erinnert, dass wir in diesem Krieg gemeinsam im Einsatz sind. Würdest du dir eine Kugel für mich einfangen? Ja, würde ich. Die Marke hat mal einem Mann gehört, der sich in Mexiko für mich geopfert hat. Ich habe über unser Dilemma nachgedacht. Ich will ganz ehrlich sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn es soweit ist,
gebe ich mein Leben für dich und verschwinde. Die Marke ist ein Versprechen. Ich würde das auch für dich tun. Danke. Dilemma. Denkst du ernsthaft über Hanakos Angebot nach? Hast du eine bessere Idee? Noch nicht, aber eine Bitte. Und zwar? Adam Smasher, der Wichser, der mich fertig gemacht hat. Was immer mit mir passiert, ich will ihn tot sehen. Eiskalt, in alle Winde verstreut. Im Ernst? Smasher? Plötzlich denkst du an den? Beim letzten Mal hatten keine wir... keine Gelegenheit, Hallo zu sagen. Deshalb müssen wir ihn finden und kalt machen. Das ist dein letzter Wunsch? Wache? Es ist mehr als das. Und ich will, dass du Rogue mitnimmst. Das ist mir wichtig. Und für sie wird es genauso wichtig sein. Das stimmt nicht. Rogue ist nicht gerade der sentimentale Typ. Sie ist ziemlich verbittert, ich weiß. Hat das lange nicht mehr gemacht. Aber ich werde sie schon überzeugen. Du schluckst Mistys Pillen und ich übernehme das Ruder für eine Weile. Der Plan gefällt mir ganz und gar nicht. Ist dir klar, oder? Ich unterhalte mich mit Rogue nur kurz über Smasher. Dann bin ich weg. Besprochen. Hellmann hat das vorhergesagt, dass du irgendwann das Steuer an dich reißen willst. Anders, Hellmann. Und was hat der je für dich getan, ha? Nichts. Aber er bringt mich auch nicht um. Rogue als Deckmantel. Nett? Wofür? Damit ich endlich deinen Körper übernehmen kann? Oder um einen idiotischen Selbstmordplan gegen Arasaka umzusetzen. Ich kenne dich inzwischen ganz gut, Johnny. Zum letzten Mal. Kein Geheimplan. Ich vertraue dir aber noch nicht. Wir ziehen an einem Strang wie. Du hast doch hier die ganze Zeit die Kontrolle. Ich habe ja nicht mal Selbstkontrolle. Du triffst alle blöden Entscheidungen. Ich kann dich nur beraten. Und dich um Gefallen bitten. So wie jetzt. Ich muss wissen, was genau du vorhast. Rogue alles sagen und herausfinden, ob sie uns hilft. Hey, Satan hat mich rausgeschmissen. Wie geht's denn so? Ich werde einfach Smasher erwähnen und über die alten Zeiten plaudern. Keine Sorge, das wird easy. Okay, ich mach's. Für dich. Weiß ich zu schätzen, danke. Bring mich zum Afterlife. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Ich fühle mich besser. Gehen wir. Ich fühle immer noch einen Schmerz nah an deinem Herzen. Fürchte, der geht nicht weg. Hotel Piste Sophia? Hieß es so? Guter Ort zum Sterben. Aber nicht heute. Okay. Ja. Ist er das? Ne, ist jemand anders. Okay, wir machen noch kurz das Gespräch. Ja. Ist die Verbindung sicher? Können wir reden? Oder brauchst du wieder eine Adresse, damit du mir eine Puppe schicken kannst? Sie ist sicher. Ich habe alles, was besprochen war. Gut. Nein. Ausgezeichnet. Treffen wir uns. Wo? Embers. Lass mich nicht warten. Persönlich? Was hat sich geändert? So einiges. Wir reden in Embers weiter. Den Laden kenne ich. Wir sehen uns da. So. Ja, das machen wir dann auf jeden Fall das nächste Mal weiter. Ich bin gespannt, was dort so passiert. Und, oh, jetzt haben wir ganz schön viel erfahren. Ich mache noch hier mal die 18 rein. Zack. Und das hier wollte ich haben.
Jetzt müsste es hier auch ein ganzes Tick anders aussehen. Sehen die alle so aus? Was ist hier der Unterschied? Was fehlt jetzt? Ah, davon fehlen wir hier. Nee, halt mal, wir gucken noch mal kurz wegen links. Upgrade. Gucken wir uns mal an, wie die ausschauen. Okay. Und noch die Waffe angucken. Irgendwann zum Waffenhändler vorbeigehen und dann noch ein paar Komponenten kaufen. Schön. Also, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wurde ein bisschen länger, aber gut. In diesem Sinne, einmal vielen lieben Dank und gerne kommentieren, abonnieren, paar Däumchen da lassen und das nächste Mal wieder einschalten. Das wäre sehr, sehr, ja, nett. Den restlichen Kram, was ich nicht so brauche, vernichte ich. Und ja, in diesem Sinne. Ah, sieht auch cool aus. Haben wir vielleicht noch hier was anderes? Nie. Gucken wir in die Hose. Auch nichts Neues. Hier. Sehr schön. Das sieht immer cool aus. Okay, in diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Chris. Bye.